Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Impulse aus der Psychologie für Ü58. Was besprechen wir heute Abend? Zum einen möchte ich erklären, warum dieses Thema mein Herzensanliegen ist. Dann kurz mal erklären, was eigentlich Psychologie so bedeutet. Und dann in so einzelne Untergebiete der Psychologie mal reingucken, um zu sehen, was ist da eigentlich die Verbindung zum Alter? Was kann jetzt unsere, ich sage es einfach mal, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der vielleicht noch nicht die 58er-Marke überschritten hat, aber ich sage jetzt einfach mal, uns hier in unserer Altersgruppe, wo kann da die Psychologie eigentlich helfen? Welche Aspekte sind da interessant? Und ich werde zwischendurch auch immer so ein paar Ideen für reflektierende Gedanken einwerfen. Die werden wir sicherlich nicht heute Abend hier machen, aber der Michael vom Ende wird morgen auch die Folien teilen mit euch, sodass ihr das dann einfach mal auch in Ruhe irgendwann nachholen könnt. Warum liegt mir das Thema am Herzen? Wie Michael schon gerade gesagt hat, musste ich also selber mich sehr verändern. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass ich mal in den Beruf als Hotelbetriebswirtin in Rente gehen würde. Aber ich hatte auch so vage Ideen, naja, vielleicht ist das doch ein bisschen anstrengend bis 67, das mit dem Reisen und dem doch sehr aufwendigen Pensum so zu schaffen. Und vielleicht, weil ich bin auch systemische Beraterin, das habe ich mal berufsbegleitend erworben. Vielleicht kann ich auch mal so in die Seelsorge gehen, weil so ganz von 0 auf, von 100 auf 0 will ich ja auch nicht. Aber das war irgendwie so ganz vage am Horizont. Und wie gesagt, die Corona-Krise hat mich dann dazu gezwungen, mich doch intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wie soll eigentlich jetzt mein Leben aussehen, nachdem sich alles ändert? Und ja, ich studiere jetzt also seit einem Jahr Psychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Das ist das Curriculum Rehabilitationspsychologie hat also einen sehr großen Fokus auf klinischer, therapeutischer Psychologie. Und mein Ziel ist es tatsächlich bis ins Alter, und was das ist, das Alter, darüber werden wir auch heute noch reden, tatsächlich auch als Psychotherapeutin zu arbeiten, also über die 67 auf jeden Fall hinaus. Und ich lebe in einer WG mit meiner 99-jährigen Mutter. Und ich bekomme einfach täglich auch Inspiration, wie Alter aussehen kann. Und bin dankbar, dass ich mit meiner Mutter auch eine Frau erleben darf, die trotz körperlicher Einschränkungen, die sich mehr und mehr einstellen, doch immer noch guckt, wo sie ihre Gaben einsetzen kann und einfach jeden Tag dankbar lebt. Das ist einfach so schön zu sehen, dass ich mich dadurch auch sehr getragen und ermutigt fühle. Und zusätzlich habe ich natürlich auch in meinem Grundstudium ja, ermutigende Impulse zu unserer Altersphase bekommen und zum Thema Alter überhaupt. Und weil Sharing Caring ist, möchte ich das einfach mal heute mit euch teilen. Möchte anfangen mit einem sehr überraschenden und auch einem sehr ermutigenden Zitat von Hans-Werner Wahl. Er hat gesagt, würden wir wirklich ernsthaft fordern, wir sollten heute so lange arbeiten, wie es von unserem allgemeinen Kompetenzstand her möglich ist, dann wäre wohl, von wenigen Berufen abgesehen, eine mittlere Rentungsgrenze von circa 75 Jahren wissenschaftlich durchaus begründbar. Wer ist denn Hans-Werner Wahl, dass er sowas behaupten kann? Er wurde 1954 geboren und ist mittlerweile Seniorprofessor an der Uni Heidelberg für Psychologie. Er ist auch der Direktor des Netzwerks für die Alternsforschung an der Uni Heidelberg und ist auch ein Senior Researcher für Psychologie in der Altersforschung. Er ist ein Schüler von Ursula Lehr, die war auch mal eine Bundesministerin. Und die Ursula Lehr hat sich eigentlich schon immer auch mit dem Thema des Alters und den ganzen psychologischen Aspekten befasst. Und Hans-Werner Wahl ist jetzt sozusagen als ihr Schüler genau in diese Fußstapfen getreten und ist da sehr aktiv. Und wenn er sagt, die wissenschaftliche Begründung für dieses Berentungsalter von 75,
dann meint Wissenschaft in diesem Falle vor allem auch die Psychologie und die Medizin. Was ist dann überhaupt Psychologie? Psychologie ist die wissenschaftliche Untersuchung des Verhaltens und der mentalen Prozesse von verschiedenen Individuen mit vier Zielen, nämlich dieses Verhalten und die Prozesse zu beschreiben, zu erklären, vorherzusagen und dann eventuell auch bei Leidensdruck zu verändern und zu verbessern durch Intervention. Allerdings wollen wir hier heute Abend keine Gruppentherapiesitzung machen, denn das würde wirklich den Rahmen sprengen und ich bin ja auch noch gar keine Psychotherapeutin, ich darf das also gar nicht machen. Vielmehr möchte ich heute Abend mal so ein paar Untergebiete der Psychologie beleuchten und was wirklich ihre Aspekte für unsere Altersgruppe sein können. Und dann fangen wir mal an mit der Sozialpsychologie. Die beschäftigt sich zum Thema unter anderem auch mit dem Thema der Wahrnehmung. Also wie wir Dinge wahrnehmen. Es ist so, dass wir alles, was uns beschäftigt, unsere Freuden und unsere Ängste in die Welt hineintragen. Weil das ist so präsent in uns, das wird man, es sei denn, man schafft es immer mit einem Pokerface herumzulaufen, aber das wird die Umwelt einfach auch wahrnehmen, wie wir so ticken und wie wir gerade drauf sind oder auch, was uns vielleicht schon geprägt hat. Und nicht nur, dass die Umwelt das wahrnimmt, wie wir gerade so drauf sind, was da draußen passiert, nehmen wir auch durch so eine Art gefärbte Brille wahr. Also durch das, was uns gerade beschäftigt oder beschäftigt hat, was uns geprägt hat, das beeinflusst unsere Wahrnehmung. Beispiel, wenn man jetzt also sagt, naja, ich möchte mir jetzt mal überlegen, wie ich dann eigentlich so meinen Ruhestand gestalte, dann entdeckt man auf einmal überall Werbungen für Kreuzfahrten, für Sprachkurse, Tipps für perfektes Gärtnern, für Brotbacken, was immer da so mit Rentenalter oder Ruhestand assoziiert wird, das springt uns auf einmal an. Weil unser Gehirn bestrebt es, ökonomisch zu handeln, ist das aber nicht alles so jemand anderer da vorhanden, sondern wir kategorisieren unsere Welt, alles, was wir wahrnehmen. Aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben und auch dem, was wir gelernt haben. Das heißt, da bilden sich auch so ein paar gedankliche Schubladen aus. Das heißt aber auch, weil das nur voreingenommen ist, ist unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht unbedingt die ganze Wirklichkeit. Um euch ein Beispiel zu geben, stellt euch vor, wir wären in so einem Kongressraum, in so einem Kongresssaal mit 500 Leuten. Und da säßen die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Berufen. Wenn da ein Tischler wäre, der würde sich vor allem in diesem Saal mal die Deckenkonstruktion angucken, wie sie so abgehangen sind oder ansonsten irgendwelche Wandvertäfelungen, wie die Qualität ist. Ein Schlosser würde sich vielleicht fragen, naja, funktioniert das hier mit der Ablüftung gut? Eine Psychologin würde vielleicht fragen, naja, wie wirkt dieser Raum hier? Sehen die auch dieses grelle Licht? Irritiert die das? Also ihr merkt schon, jeder aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund dessen, was ihn ständig oder sie so ständig beschäftigt, wird diesen Raum anders beurteilen. Es ist aber immer noch derselbe Raum. Wenn wir da auf so eine Art Metaebene gehen, dann können wir die alle sehen und das erklären. Aber meistens sind wir da ja nicht, sondern wir sehen ja einfach nur immer unsere Erfahrung, unsere Perspektive der Dinge. Das hat die Herausforderung, dass wenn zum Beispiel jetzt gerade wieder auf unsere Ü58-Situation, wenn unser Arbeitsleben bislang geprägt war von Überlastung und von reiner Pflichterfüllung, sodass nur der Urlaub quasi das Highlight des Jahres war, dann erscheint natürlich die Vorstellung von einem Weiterarbeiten nach der Pensionierung als absoluter Albtraum. Haben wir allerdings das große Glück gehabt, in unserer Arbeit auch Erfüllung und Freude zu erfahren,
dann ist diese Perspektive eine ganz andere. Also je nachdem, wie wir bislang so gelebt haben und was wir da erfahren haben, wird das natürlich auch unsere Wahrnehmung der Situation und auch die Wahrnehmung der Möglichkeiten für die Zukunft beeinflussen. Je älter wir also werden, desto reicher wird unser Erfahrungsschatz, aber auch dieses Päckchen, dieser Rucksack, den wir mit uns mittragen an schlechten Erfahrungen, die ja leider auch da sind. Und die helfen oder die sorgen dafür, dass unsere Wahrnehmung wie durch so eine Brille gefiltert wird und die dann auch Dinge einfach in bestimmte Schubladen zuordnen. Das heißt also, gerade jetzt auch in unserem Alter ist es mal wichtig, diese Schubladen mal aufzuräumen und mal zu gucken, was da drin ist, mal so eine kleine Inventur zu machen. Muss ich da mal was wegschmeißen? Wo muss ich mal Platz machen, damit was Neues reinkommen kann? Also das ist wirklich jetzt auch eine gute Zeit, um sich diese Fragen mal zu stellen. Einfach mal so zu gucken, was hat mich bislang geprägt und gibt es da vielleicht die Möglichkeit, Dinge doch nochmal anders zu sehen? Und damit es nicht ganz so trocken ist, habe ich euch einfach auch mal ein paar nette Zitate mitgebracht. Letztes Jahr auf meiner Geburtstagskarte habe ich diesen Spruch gelesen von Franz Kafka. Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu sehen, wird nie alt werden. Fand ich sehr schön und wollte ich euch einfach mal weitergeben. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Sozialpsychologie, bei diesen einzelnen Fokuspunkten und schauen uns mal die sogenannte Dissonanztheorie an. Das klingt erstmal schrecklich theoretisch, keine Panik. Wurde begründet von einem Herrn Festinger, auch schon ein halbes Jahrhundert her, oder sogar schon mehr. Ich lese euch diesen Satz nicht vor, weil das versteht sowieso keiner. Anders ausgedrückt soll dieser Satz bedeuten, wenn wir irgendetwas tun, dann werden sich auch Zweifel einstellen. Wenn es irgendwo Dinge gibt, die nicht so ganz in unserer Vorstellung, in unserer Hoffnung, in unseren Absichten ist, wenn wir auf einmal Zweifel bekommen, ob das wirklich alles so richtig ist, dann stellen sich diese Dissonanzen ein. Man kann das vielleicht einfach mit Zweifel übersetzen. Vor allem stellen sich diese Zweifel ein, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat. Das nennt sich dann Regret-Effekt. Das ist tatsächlich ein empirisch gefundener Effekt, der sehr häufig auftritt bei Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Und je größer diese Alternativen oder je weiter die auseinanderklaffen, die Möglichkeiten, zwischen denen man sich entschieden hat, desto größer wird dieser Effekt sein. Und gerade wenn es um so wichtige Dinge geht, wie die Überlegung und auch die Entscheidung, was ich denn jetzt so in meinem Ruhestand machen möchte, es ist natürlich wichtig, dass wir dahinter nicht so viele Zweifel bekommen. Und deswegen meine Empfehlung, sich vorher schon mal gedanklich damit auseinanderzusetzen, in Gedanken bestimmte alternativen Situationen einfach mal durchzuspielen und auch Entscheidungen durchzuspielen, einfach mal so zu gucken, wenn das jetzt so wäre, wie würde sich das anfühlen? Ist das wirklich das, was ich will? Weil damit kann man dann ganz sicher auch diese Dissonanzen, diese Zweifel reduzieren. Und damit bin ich eigentlich schon so bei der ersten Anregung, die wir nicht jetzt machen, aber die ich euch einlade, doch mal auch hinterher zu machen in einer ruhigen Stunde. Einfach mal zu überlegen, wie soll denn mein Ruhestand aussehen? Bin ich jemand, der eine feste Tagesstruktur braucht? Muss ich noch Geld verdienen oder kann ich mich 100% ehrenamtlich engagieren? Womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen? Was sind denn bislang meine Prioritäten? Bin ich da eigentlich glücklich mit? Oder gibt es da noch was anderes, was ich schon immer mal ausprobieren wollte? Habe ich überhaupt noch Kraft für Arbeit? Oder möchte ich einfach nur die Welt genießen? Was bestimmt meinen Selbstwert? Was sind meine Werte überhaupt? Worüber definiere ich mich? Was möchte ich eigentlich erreichen im Leben? Und möchte ich das auch noch im Ruhestand erleben?
Diese Fragen stellt sich auch die Rehabilitationspsychologie, also dieses spezielle Fach, was ich jetzt studiere. Und da geht es vor allem immer darum, nicht auf das zu gucken, was wir nicht haben, sondern auf das zu gucken, was da ist. Also das ist dieser moderne Leitgedanke, dass man sagt, es ist nicht Defizit, sondern ressourcenorientiert. Und auch gerade im Alter, das wird jeder schon mal so sehen, auch die einschlägigen Statistiken, also das RKI macht übrigens auch andere Dinge als Corona-Statistiken, die erheben Daten aus der gesamten Bevölkerung und sagen, wie fühlt ihr euch eigentlich, wie gesund fühlt ihr euch? Und ja, da steigt das natürlich wirklich sehr steil an, gerade so im Bereich im Alter zwischen 40 und 59 sagen auf einmal doppelt so viele Leute, nee, ich fühle mich gar nicht mehr so gesund. Da ist auf einmal schon so ein Defizit da. Rehabilitation bedeutet ja wieder einsetzen in ein Habitus, in ein Umfeld und da auch zu wirken. Und deswegen meine Einladung, mal von diesen Defiziten wegzugucken und zu gucken, na, was kann ich denn vielleicht trotzdem noch machen, auch wenn ich vielleicht schon körperliche Einschränkungen habe. Und ich habe euch einfach mal zwei Bilder mitgebracht, die das eigentlich ausdrücken. Was möglich ist, auch wenn es vielleicht nicht dem normalen Standard, den wir gerne hätten, entspricht. Der Aspekt, den ich jetzt kurz ansprechen möchte, ist der, der mich eigentlich am meisten begeistert hat. Das ist aus der Neuropsychologie und hier geht es um diesen Begriff der Neuroplastizität. Das geht auch wieder in diese Richtung, Ressourcen versus Defizit orientiert. Und der Eric Kendall hat mit seinem Buch, das auch dann verfilmt wurde, Auf der Suche nach dem Gedächtnis, beschrieben, wofür er den Nobelpreis im Jahr 2000 bekommen hat. Er hat eigentlich die neuronale Plastizität entdeckt. Das bedeutet, unser Gehirn ist veränderbar. Das ist also nicht so eine versteinerte graue Masse, sondern das ist eine sehr flexible Masse. Und das ist richtig spannend. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues lernen, dann bilden sich neue Synapsen und auch neue Zellen. Das heißt, da verändert sich ständig etwas in unserem Gehirn. Das ist so stark ausgeprägt, dass das überhaupt der Grund ist, warum Therapien nach Schlaganfällen möglich sind oder nach anderen neurologischen Erkrankungen oder Unfällen, dass tatsächlich ganze Bereiche des Gehirns wiederhergestellt werden können. Oder zumindest teilweise. Im gesunden Kontext für uns bedeutet das jetzt einfach, dass lebenslanges Lernen möglich ist. Ja, vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, aber es ist möglich. Das heißt, diese Vorstellung, naja, irgendwann baut der Körper einfach ab, das stimmt für das Gehirn so eigentlich nicht, sondern da passiert tatsächlich immer noch eine Neubildung. Je nachdem, womit man sich beschäftigt. Und ja, wenn man dann auch wirklich sich mit Dingen neu beschäftigt, dann hält das einfach auch diese ganze Funktion aufrecht. Heißt, eine Neuorientierung, mal was ganz Neues zu lernen, ist auch noch mit Ü58 möglich. Wollte ich einfach auch mal so sagen. Und das ist einfach auch eine tolle, ja, Perspektive. Und noch ein kleiner Ausflug in die Persönlichkeitspsychologie zum Thema Intelligenz. Kennen wir alle schon, klar. Aber die gute Nachricht, auch gerade wiederum für Ü58, ist, dass es zwei verschiedene Formen von Intelligenz gibt. Es gibt einmal die fluide Intelligenz. Das ist unsere Fähigkeit, abstrakt irgendwas zu denken und dann auch zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Und es ist vor allem auch die Fähigkeit, sich aufgrund von völlig neuen Situationen anzupassen und dann eine Lösung zu finden.
Die kristalline Intelligenz, das ist so das Wissen, was wir im Austausch mit anderen durch Lernen, durch Erfahrungen erwerben. Und es ist auch die Fähigkeit, das nicht nur so zu lernen, sondern auch darauf zurückzugreifen. Also dieser, das hat man mal in der Schule gehört, wenn diese Transferleistung da ist, das, was wir gelernt haben, dann auch wirklich anzuwenden im Leben. Warum erzähle ich euch das? Ja, die fluide Intelligenz ist ein Ausgangspunkt für die Bildung dieser kristallinen Intelligenz. Aber während die fluide Intelligenz tatsächlich mit dem Alter abnimmt, kann sich die kristalline Intelligenz immer noch weiterentwickeln. Also zumindest besteht sie immer weiter, die geht nicht einfach zurück. Und man kann sie wiederum durch Lernen, das ist wieder das auch mit dieser neuronalen Plastizität, man kann diese kristalline Intelligenz tatsächlich immer noch wachsen lassen. Also auch im Alter, wenn man neue Dinge lernen möchte, wir sind tatsächlich darauf angelegt, dass das möglich ist. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr so viele Problemlösungen machen müssen, aber wir können trotzdem noch weiterhin zulernen, auch gerade so motorische Dinge. Also es ist jetzt nicht zu spät, vielleicht nochmal ein Instrument zu lernen. Wird ein bisschen länger dauern, diese Koordination zwischen Notenlesen und einer Bewegung hinzukriegen, aber es ist möglich. Das heißt, wenn wir diesen Teil mal zusammenfassen, dann sprechen sehr viele Faktoren aus der Psychologie dafür, dass im Alter noch viel Potenzial liegt. Und unsere bisherigen Erfahrungen prägen die Haltung, die wir haben und auch wie wir Dinge und unsere Umwelt wahrnehmen. Kommen wir jetzt zu dem relevantesten Untergebiet für unser Thema heute, nämlich der Entwicklungspsychologie. Ich weiß, dass ihr jetzt eigentlich alle auf stumm geschaltet seid, aber ich bitte euch trotzdem mal zu überlegen, wenn ihr diese Frage seht, wie wichtig ist es, dass Kinder sprechen lernen? Was würdet ihr antworten auf dieser Skala zwischen sehr wichtig und nicht wichtig? Sehr wichtig. Genau. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die nächste Frage, wie wichtig ist es, einen Berufsweg erfolgreich zu starten? Klar, würde auch jeder sagen, das ist sehr wichtig. Warum diese beiden Fragen? Weil wir typischerweise das so mit Entwicklungspsychologie in Einklang bringen. Die Entwicklung von Babys, Bindungsverhalten, Karrierestart, jetzt schlägt mal kurz meine Uhr. So. Das bringen wir normalerweise mit Entwicklungspsychologie in Zusammenhang. Aber es gehört tatsächlich auch dazu, über das ganze Leben hinweg die Entwicklung zu betrachten. Und na klar, deswegen sind wir heute hier. Wir sagen natürlich auch, dass es wichtig ist, den Übergang ins Alter zu meistern. Und das ist genauso wichtig, wie dass Kinder sprechen lernen, was wir einen guten Karrierestart haben. Das ist eine weitere wichtige Sache. Und das bezeichnet man mit Entwicklungsaufgaben. Und diese Aufgaben und diese ganze Entwicklung ist eben nicht auf das Kinder- und Jugendalter beschränkt. Wir sprechen deswegen auch von der Lebensspannperspektive der Entwicklung. Also gehören alle Dinge dazu, die wir so aus unseren Meilensteinen im Leben kennen. Der Robert Habekirst hat dann auch versucht, diese Lebensphasen mal einzuteilen. Und er hat gesagt, dass in jeder Phase die verschiedensten Entwicklungsaufgaben erbracht werden müssen. Klar, sehr viele im Kindes- und Jugendlichenalter, da passiert natürlich am meisten, aber das hört wirklich im Laufe des Lebens nicht auf. Und je besser man diese ganzen Schritte und Aufgaben auf dem Weg dahin gelöst hat, desto leichter wird man auch die nächste Aufgabe und die nächste Phase bewältigen können. Und ja,
1948, als er sich das überlegt hat, hat er so sehr viel, ihr seht schon, da gibt es sehr viel Einteilungen, die natürlich das Kinder- und Jugendalter betreffen. Und dann hat er das Erwachsenenalter in frühes, mittleres und spätes Erwachsenenalter eingetragen oder zugeordnet. Das war eben seine Schublade, die er damals so hatte. Und da sehen wir jetzt auf einmal, spätes Erwachsenenalter ist alles über 51. Und da geht natürlich schon so ein kleiner Aufschrei in uns los, wenn wir sagen, naja, da muss man doch noch mal ein bisschen unterscheiden. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt mit einem 90-Jährigen gleichzusetzen wäre. Und da kommen wir jetzt wieder zu unserem schon einmal bekannt gewordenen Hans-Werner Wahl. Und auch einem Kollegen von ihm, den Herrn Berg. Technisches Problem, so. Es ist ja tatsächlich so, dass heutzutage laut dem Statistischen Bundesamt 21% der Bevölkerung älter als 65 Jahre sind. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung beträgt ca. 80 Jahre und wir erwarten, dass das auch weiterhin ansteigt. Und weil dieser demografische Wandel einfach vorhanden ist, bedeutet das, dass wir auch diese Entwicklungsphasen eigentlich mal neu überdenken müssen. Das hat die Frau Berg gesagt, eine amerikanische Entwicklungspsychologin. Und ich sage, wobei ich das eigentlich nicht so hier in Klammern als Zitat setzen dürfte, ich habe das nicht publiziert, aber ich erzähle euch das heute Abend. Meine Erfahrung ist einfach auch, dass der voranschreitende Fachkräftemangel auf einmal für unsere Generation, die wir ja doch die Babyboomer-Generation sind, eine völlig neue Erfahrung ist. Denn bislang in unserem Leben war das eher so, dass da die Ellenbogen eigentlich gewirkt haben. Ich erinnere mich, wir waren 45 Kinder in der ersten Klasse und es gab noch eine Parallelklasse. Also da waren 90 Kinder alleine nur aus unserem Wohngebiet. Da musste man eigentlich sich immer ein bisschen behaupten, um da nicht irgendwo in der Masse unterzugehen. Und dieses Wettbewerbsdenken ist in uns schon sehr eingeprägt, ob wir das nun wollen oder nicht. Das wurde auch durch Erfahrungen bestätigt, die wir wahrscheinlich in der Arbeitswelt gemacht haben. Wenn wir mal konstruktive Kritik beim Arbeitgeber geübt haben, dann haben wir oft zu hören bekommen, wenn es Ihnen hier nicht gefällt, dann gehen Sie doch woanders hin, da draußen warten noch 10 andere Bewerber. Und das ist heute nicht mehr so. Jeder Arbeitgeber würde sich wünschen, wenn da draußen 10 Bewerber stünden. Aber meistens ist es so, dass da minus 10 Bewerber stehen, weil die in irgendwelchen anderen Branchen oder ganz woanders unterwegs sind oder einfach niemand da ist. Das heißt, auch hier, was ich vorhin gesagt habe mit der Wahrnehmung, müssen gerade wir auch umdenken, dass aufgrund der höheren, der längeren Lebenserwartung auf einmal wir auch noch für den Arbeitsmarkt da sein können. Und aufgrund des Fachkräftemangels auf einmal auch eine Nachfrage nach uns da sein kann, die wir so in unserem Leben noch nicht immer und nicht immer so stark gespürt haben können vielleicht. Der Hans-Werner Wahl sagt dann auch in seinem Buch Die neue Psychologie des Alterns, dass eigentlich eine neue Lebensphase diesen klassischen Phasen von Herrn Helbig-Hürst zugefügt werden müsste und dass diese Phase das junge Alter genannt werden könnte, das zwischen 60 und 80 liegen müsste. Und dass dieser banale Satz, ich bin so alt, wie ich mich fühle, es tatsächlich mittlerweile in die Königsklasse geschafft hat. Und das alte Alter, also jenseits der 80, dauert heute um 5 bis 10 Jahre länger, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Er sagt weiterhin, die heutigen Älteren haben nichts, aber auch gar nichts mehr mit den früheren älteren Menschen zu tun. Menschen altern heute gesünder als je zuvor. Das wird durch sozioökonomische Panels bestätigt. Und Ältere übernehmen heute zunehmend Verantwortung in der Gesellschaft. Aufgrund einer verbesserten und höheren kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeit und auch einer positiveren Einstellung zum Älterwerden
gelingt diese Verantwortungsübernahme heute eigentlich besser denn je. Ältere verstehen außerdem am besten, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen. Denn wenn man nicht mehr so unendlich viel Zeit hat, achtet man sehr darauf, die verbleibende Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Ein längeres Leben, was wir ja haben mit der höheren Lebenserwartung, fordert uns in einem Maße, wie wir es traditionell nicht gewohnt sind. Traditionell hatten wir diese Ideen, dass Alter irgendwie immer mit Abbau und mit Schwäche in Verbindung gebracht wird und dass sich ältere Menschen auch zurückziehen. Und der Herr Wahl sagt hier auch, der Blick zurück auf unsere Eltern hilft da kaum. Wir altern heute anders, stehen dabei aber vor Herausforderungen, auf die es einfach noch keine allgemein akzeptierten Antworten gibt. Und er sagt, Ältere spiegeln vielfältige Bedürfnisse spät im Leben wider. Zeit, eine unserer begrenztesten Ressourcen, so wie nie zuvor genießen, Freiräume auszukosten, noch einmal völlig neue Lebenserfahrungen zu machen, zum Beispiel Reisen, Bildung, neue Partner, ehrenamtliches Engagement, vielleicht sogar im Ausland. Die Frage stellt sich dann, wann konzentrieren wir welche Energie und worauf? Ich möchte hier einen ganz kleinen Exkurs anführen. Ich möchte einfach auch nochmal insbesondere für die Frauen in die Bresche springen. Denn die Frauen im Alter haben eigentlich so einen doppelten Standard. Weißhaarige Männer werden in unserer Gesellschaft als distinguiert, als erfahren angesehen. Ihnen wird Autorität zugeschrieben. Also allgemein werden sie sehr positiv wahrgenommen. Graue Haare bei Frauen sind eigentlich nicht so gewünscht. Da gibt es immer noch diese Zuordnung, das ist alt. Und hier besteht wirklich eine Aufgabe für die Gesellschaft, diese Haltung doch mal zu ändern. Warum ist das eigentlich so? Es ist auch so, dass Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung länger leben und oftmals ihren Mann pflegen und ihn auch beim Sterben begleiten. Und dann sind sie in der misslichen Lage, nicht nur allein zu leben, sondern vielleicht auch allein zu sterben. Die haben es da also schwerer. Das Schwierigste, was ich auch insbesondere jetzt schon in meinem ersten Praktikum gesehen habe, als ich mit depressiven Frauen in unserer Altersklasse gearbeitet habe. Frauen neigen mehr dazu, traditionellen und emanzipierten Rollen und ihren Erwartungen gerecht zu werden und erledigen in allen Altersgruppen. Also das ist jetzt nicht ein Phänomen unserer Generation, sondern das ist auch noch in den jüngeren Generationen so. Sie erleben 50% mehr Sorgearbeit als Männer. Das ist nach einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren und so weiter gemacht worden. Und diese Studie ist neu. Das ist kein Schnee von gestern. Dieses sogenannte Gender Care Gap existiert. Und weil Frauen in diesen ganzen Rollen hin und her gerissen sind und eigentlich nicht so genau wissen, wie sie all dem nachkommen sollen, werden sie irgendwann so frustriert, dass Frauen deswegen leichter Depressionen bekommen. Ich möchte das einfach nur mal hervorheben, dass das so ist, um einfach da auch nochmal die Frauen besonders zu wertzuschätzen, in welchen Rollen die sind. Das soll aber nicht heißen, dass Männer es nicht schwer haben können und dass Männer grundsätzlich nicht helfen. Das will ich damit nicht gesagt haben. Das sind einfach nur statistische Dinge, wo es immer natürlich auch tatsächlich Ausnahmen gibt. Frauen haben also eine ständige Entwicklungsaufgabe, weil die Zeit ihres Lebens sich zwischen diesen Rollenerwartungen irgendwo platzieren und verorten müssen. Also nochmal die Frage, wann konzentrieren wir welche Energie auf was?
Wir haben ja nun gesehen, dass diese Theorien von Hazelhurst und von einem Erickson, auf den ich jetzt nicht im Detail eingegangen bin, aber der geht in die ähnliche Richtung, ja veraltet sind, was diese einzelnen Phasen angeht. Aber dieser Gedanke, dass sich die Entwicklungsaufgaben über das ganze Leben erstrecken, die sind ja schon noch aktuell. Also laut Hazelhurst, laut dem Stand 1948, gehört die Aufgabe der Partner, einen Partner zu finden in das frühe Erwachsenenalter, dann das Zusammenleben mit dem Partner auf das frühere und mittlere Erwachsenenalter, berufliche Karriere vor allem auf das mittlere Erwachsenenalter und das späte Erwachsenenalter hat die Aufgabe, eine Haltung zum Sterben zu entwickeln. Wie gesagt, da können wir uns nicht mehr so drin finden, deswegen müsste man überlegen. Ein Herr Montaler hat das auch so gesagt, dass eigentlich diese Entwicklungspsychologie immer mal wieder neu beschrieben werden muss. Das heißt, wenn man diese Lebensphasen mal umschreiben würde, könnte das eventuell so aussehen. Das ist Hazelhurst und das späte Erwachsenenalter. Ist jetzt nur noch bis 65, dann gibt es das junge Alter bis 79 und ein späteres Alter. Was bedeutet das für diese einzelnen Aufgaben? Partner. Ups. Gerade nochmal technisch. So. Ein Partner zu finden, kann tatsächlich eine Aufgabe fürs ganze Leben sein. Weil wir länger leben, kann es passieren, dass uns ein Partner verstirbt oder durch Scheidung man nochmal völlig neu anfangen muss. Wenn ich da einen Partner nochmal neu finden muss, dann muss ich auch mit dem lernen, zusammenzuleben. Das kann also auch mein ganzes Leben, inklusive meinem späten Alter noch, als Entwicklungsaufgabe ständig wieder dastehen. Die Haltung zum Sterben zu entwickeln, die schieben wir wirklich mal nach hinten auf das späte Alter. Und dann bleibt es spannend mit unserer beruflichen Karriere, die euch sicherlich denken können. Auch das ist auf einmal in einem viel breiteren Spektrum. Wir sehen jetzt aber auch, dass ja hier viele Aufgaben parallel sind. Das heißt, es ist nicht so, wie Hazelhurst das gesagt hat, das eine arbeite ich gut ab und dann werde ich es schaffen, die andere Aufgabe, die dann kommt, auch gut zu meistern. Das ist heute aufgrund der längeren Lebenserwartung einfach nicht mehr so, sondern da können diese Aufgaben einfach völlig parallel auf uns einströmen. Und daher müssen wir also wirklich gucken, wo eigentlich unser Fokus sein soll. Also der demografische Wandel bedingt, dass sich diese Entwicklungsaufgaben der Lebensgestaltung immer wiederholen können. Nochmal einen kleinen Exkurs zur Allgemeinpsychologie. Das kennen die meisten natürlich, das sind diese Grundbedürfnisse. Wir haben diese ersten Bedürfnisse, das sind die Mangelbedürfnisse und dann hinterher, wenn diese Mangelbedürfnisse erfüllt sind, dann geht es in die Wachstumsbedürfnisse, die man auch dann als Selbstverwirklichung darstellt. Diese Selbstverwirklichung, das kann sein, das Bedürfnis nach Vollkommenheit, Erfüllung, nach Einzigartigkeit, nach Wahrheit und auch nach Ganzheit. Das heißt auch, dieser Wunsch, sein Potenzial, was man hat, auch wirklich komplett ausschöpfen zu können. Dass man sich neue Herausforderungen und Aufgaben sucht, die ein Wachstum und diese Entwicklung dieses Potenzials auch wirklich ermöglichen. Und diese Wachstumsbedürfnisse, die sind eigentlich das ganze Leben über da. Das ist nicht irgendwie begrenzt. Und der Herr Maslow hat seine Zeitgenossen, aber auch historische Personen einfach mal daraufhin beleuchtet, wie, von denen er auch glaubte, dass die selbstverwirklicht waren, was diese Person eigentlich ausgemacht hat. Und ich möchte hier vier Dinge einfach mal hervorheben. Er hat an diesen Menschen eine Erlebnisfrische
im Sinne von Wertschätzung der alltäglichen Dinge gefunden. Auch gab es eine Transzendenz zur eigenen Kultur im Sinne von, da gab es auch mal den Mut zur Unangepasstheit oder auch zur Distanziertheit von den Normen und Regeln, die da so im Raum standen, einfach mal den Mut zu haben, was anderes zu sagen. Und es gab auch Erlebnishöhepunkte und Grenzerfahrungen. Diese Grenzerfahrungen, das ist eigentlich dann so wirklich dieses Sahnehäubchen auf dieser Pyramide. Das ist dieses Bedürfnis, über sich selbst mal hinauszuwachsen. Das kann gekennzeichnet sein von einem völligen Aufgehen in einer Erfahrung, wie man das im Sport, so bei so einem Runner's High oder im künstlerischen Bereich oder in mystischen oder Naturerfahrungen erleben kann. Heute würde das die allgemeine Psychologie umschreiben, wenn extrinsische und intrinsische Motivationen im Einklang sind, dann sind wir im Flow. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das, was an Erwartungen an uns herangetragen wird und uns motivieren soll, mit unseren eigenen Wünschen übereinstimmt. Wenn das zusammenkommt, dann sind wir im Flow. Die Voraussetzung ist natürlich wiederum, und jetzt komme ich wieder auf meinen Schubladen aufräumen, dass wir dazu überhaupt wissen müssen, was denn eigentlich unser Leben ausmachen soll, was wir wollen, wo überhaupt meine Motivation herkommt. Und wiederum, diese Frage ist gerade in unserem Ü58 neu zu klären. Kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man nochmal ein Startup-Unternehmen gründet. Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir also in jeder Phase unseres Lebens verschiedene Entwicklungsaufgaben erbringen müssen, dass die verschieden beeinflusst werden von dem, was wir erleben, was wir wahrnehmen, was um uns herum passiert und dass diese Aufgaben sich vor allem wiederholen können. Und ja, je besser man sie vorher gemeistert hat, vielleicht auch dieselbe Aufgabe schon mal, wird man sie dann auch in der nächsten kommenden Phase besser bewältigen können. Wenn das aber nicht gelungen ist, dann heißt das trotzdem nicht, dass man aus diesen Dingen ja nichts lernen konnte, sondern man ist dann trotzdem noch fähig, aufgrund auch seiner erlernten und durchlebten und durchlittenen Fehler Dinge dann neu zu gestalten für die Zukunft. Aber ja, unser Lebenshaus muss aufgeräumt und klar sein, damit wir eine Perspektive für die Zukunft und auch für diesen Übergang in den dritten Lebensabschnitt entwickeln können. Wie auch immer das im individuellen Fall aussehen mag. Auch hier wieder eine Einladung, mal zu reflektieren, für welche Entwicklungen, die ich in meinem Leben machen durfte oder vielleicht auch musste, darf ich denn dankbar sein? Wo darf ich aus meinen Fehlern lernen? Habe ich mich mit meinen Fehlern auch versöhnt? Was muss oder sollte ich nachholen? Welche Rollen nehme ich denn gerne an? Und mit welchen Rollen oder mit welchen Erwartungen hadere ich? Und kann ich es mir jetzt einfach auch mal erlauben, die dann auch einfach mal hinter mich zu legen? Kann ich bewusst Nein sagen zu Erwartungen, die ich nicht erfüllen will? Auch die Frage, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben erreichen? Wenn man das bislang noch nicht mal wirklich so aufgeschrieben hat, wäre jetzt eine gute Zeit, ein sogenanntes Mission and Vision Statement, was wir ja von Firmen ständig kennen, das einfach auch mal für unser eigenes Leben zu erstellen. Einfach mal zu sagen, was möchte ich jetzt in meinem dritten Lebensabschnitt erreichen? Was ist meine Mission? Was will ich im Leben erreichen und wie? Also quasi durch alle Zimmer in unserem Lebenshaus mal zu gehen und Platz zu schaffen oder umzubauen, damit diese Vorstellung auch wirklich umgesetzt werden kann.
hilfreiche Fragestellungen dazu, die kommen aus der sogenannten Genius-Arbeit, die ich hier aufgelistet habe. Welche Tätigkeit lässt mein Herz höher schlagen? Welche Geschenke mache ich anderen immer wieder? Das wollte ich schon immer einmal machen oder ausprobieren. Habe ich schon mal einen Gabentest gemacht? Also wirklich meine Einladung, sich das einfach mal in Ruhe zu überlegen. Und dann wirklich zusammenfassend zu sagen, unabhängig vom Alter steht die Entwicklungsaufgabe und wirklich nur der beruflichen Orientierung. Das können ja auch andere Dinge sein, die uns im Leben wichtig sind, die wir jetzt einfach nochmal stärker fokussieren wollen. Stehen also diese Entwicklungsaufgaben im Kontext anderer Entwicklungsaufgaben. Und eine Voraussetzung, um diese Entwicklungsaufgaben zu meistern, ist, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden müssen und dass wir auch wissen, was wir im Leben wollen, dass wir Selbstwerterkenntnis haben, dass wir unsere Werte verstehen und das einfach auch als Basis nehmen, um uns danach auszurichten. Und ich möchte noch ein ganz kleines Wort zum Schluss einwerfen. Das ist eins meiner Lieblingsworte geworden bislang im Studium. Das ist der sogenannte Idiosynkrasiekredit. Was ist das denn? Heißt im Grunde genommen, es gibt auch, vielleicht kennen das einige, diese Idee von dem Emotional Bank Account. Das heißt, dass ich im Laufe meines Lebens, wenn ich mich immer an die Gruppe und an die Norm einer Gruppe angepasst habe, dann habe ich mir quasi so eine Art Freibrief dafür erworben, dass ich auch mal gegen diese Norm verstoßen darf. Das heißt, man da braucht gar nicht so unsicher zu gucken, naja, bin ich jetzt doch wirklich genauso stark, so gut wie diese Jüngeren um mich herum? Muss ich mich denen anpassen? Muss ich so sein wie die Jungen? Nein, wir dürfen wirklich so sein, wie wir sind. Wir haben uns im Leben schon sehr oft angepasst. Und wenn wir jetzt einfach mal Lust haben, uns komplett rauszulassen, natürlich immer sozialverträglich, ja, dann dürfen wir das auch machen. Das ist das Schöne am Alter, da darf man auch mal sehr Mann oder Frau selbst sein. Was ich besonders schön finde, ist, dass wir ja mit diesen Aufgaben als Christen nicht alleine sind, sondern Gott und sein Wort wollen auch seiner Verheißung gemäß unseres Fußes Leuchte sein, bei unseren Aufgaben im Leben, bei unserem Leben überhaupt und natürlich auch bei unserer, ich sag jetzt mal, Ü58 Aufräumaufgabe. Und den Bibelvers, den ich euch dazu heute Abend mitgebracht habe, ist aus dem 32. Psalm. Gott spricht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Da bleibt mir am Schluss nur euch von Herzen zu wünschen, dass ihr diesen Beistand von Gott erfahren mögt. Dass ihr Weisheit bekommt, Ideen bekommt, wie euer Ruhestand aussehen kann, wo noch Potenzial schlummert. Und einfach nochmal diese Zeit jetzt auch nutzt, als einen ganz neuen, aufregenden Abschnitt zu sehen. Genauso wie wenn man aus der Schule kommt und einen Beruf anfängt oder sich das erste Mal verliebt, ist auch dieser Übergang was Schönes. Lasst euch nicht von diesen alten, traditionellen Denken des Alters abschrecken, sondern schaut wirklich auf die erwiesenen Tatsachen, dass wir jetzt da so eine ganz neue Phase im Leben haben, die, wie auch immer lange sie dauern mag, die aber auch von Gutem erfüllt sein kann und wo wir Gott auch noch dienen können und wo wir einfach auch in diesem Potenzial ganz sein dürfen, was unser himmlischer Vater uns geschenkt hat. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hier noch meine Quellen. Petra, herzlichen Dank.
Das war jetzt eine geballte Vorlesung. Vielen Dank dafür. Petra hat schon gesagt, die Folien bieten wir auch hinterher allen angemeldeten Teilnehmern nochmal per E-Mail an. Also erstmal habe ich zwischendurch gedacht, oh, ich freue mich auf mein Saxophon lernen, wenn ich mal Zeit dafür habe im Ruhestand. So, das war so ein einer Gedanke. Und dann habe ich noch einen anderen Gedanken gehabt. Ich habe ziemlich oft in deinem Vortrag das Wort Aufgaben gehört. Das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen erschreckt und abgeschreckt. Und ich habe gedacht, gut, als Kind und Jugendlicher, da muss man auch diese Aufgaben meistern und die Entwicklung, aber da denkt man nicht in Aufgabenkategorien, sondern man macht das einfach. Und das empfinde ich als ein bisschen anders jetzt in der Phase. Ich kann nicht sagen, ach, das kommt so, das passiert, das wird geprägt von allem von außen, sondern ich muss da irgendwie aktiv werden. Vielleicht hast du uns da noch ein Trostwort gleich mitgebracht. Und das andere so zum Einstieg, eine Frage, die kam, darf ich nicht immer so sein, wie ich bin? Also jemand, Thomas, glaube ich, der es geschrieben hat, das macht mir gar nichts aus, ich bin immer so, nicht nur jetzt im Alter. Und diesen Kredit, den habe ich mir schon immer rausgenommen. Vielleicht hast du auch noch dazu einen Gedanken. Und in der Zeit lade ich euch anderen ein, mal zu überlegen, was ihr gleich noch Fragen, Sagen, anmerken wollt. Also Trostwort zu den Aufgaben. Ich denke jetzt einfach auch mal so ein bisschen an meinen Schatz, der leider heute Abend nicht hier sein kann und der immer sagt, ja Petra, wir sind einfach in diesem Punkt grundverschieden. Du bist die Streberin, die immer brav die Hausaufgaben gemacht hat und ich bin der, der immer sich irgendwie so durchgewurschtelt hat. Am Ende des Tages sind wir beide auf unserem Lebensweg vorangekommen. Deswegen, es fällt mir schwer, einfach nur so rumzuwursteln. Das ist natürlich auch die Persönlichkeit, die da mit reinkommt. Mir ist es immer so gegangen, dass wenn ich eine Aufgabe geschafft habe, dass es mich einfach auch, dass mir das ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. Das hat mich bestärkt. Da habe ich dann gedacht, oh super. Und da bin ich auch an diese Grenzen gegangen bin und auf einmal was Neues ausprobiert habe, vor dem ich auch echt Respekt hatte. Aber es hat mich reicher gemacht. Es hat mich mutiger gemacht, da wirklich weiterzugehen und ja, wirklich Potenzial zu entdecken. Das heißt, das war zwar anstrengend, aber es war auch sehr schön für mich. Ich weiß nicht, ob das jeder so empfindet oder ob jemand einfach auch sagt, naja, ich habe mich einfach durchgewurschtelt, ist jetzt gut. Das kann ich persönlich schwer nachvollziehen, aber ich weiß, dass das absolut existiert und natürlich okay ist. Oh, jetzt fängt meine Uhr an zu schlagen. Da warten wir mal ganz kurz ab. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt ein Instrumentalstück eingespielt. Aber ein Saxophon-Solo, Michael. Ja, das ist genau, genau das. Genau. Aber das habe ich ja noch vor mir, das kann ich noch nicht bieten. Petra. Genau, also insofern machen mir mit meiner Präferenz und meiner Haltung, machen mir Aufgaben keine Angst. Im Gegenteil, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das ist also in meinem Erfahrungsschatz drin, dass sich es lohnt, Aufgaben zu machen, weil danach meistens irgendwie was besser ist, was erfüllter ist, was Gutes ist. Darf ich noch mal kurz nachhaken? Ich bin ja auch kein Mensch, der Angst hat. Und ich glaube, es gibt viele jetzt in unserer Runde, die keine Angst vor Arbeit und vor Aufgaben haben. Nur mein Gefühl ist mit meinen, ich bin Ü58, ich habe so viele Aufgaben und jetzt kriege ich von dir heute Abend noch mal 20 dazu. So, das ist so ein bisschen mein Empfinden im Moment. Das tut mir leid. Ich bin der Überzeugung, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass es gut ist, sich gerade mit wichtigen, einschneidenden Aufgaben im Leben zu befassen, sich wirklich zu überlegen, wie soll das aussehen, was will ich, einfach, damit es mir damit auch gut geht. Damit ich nicht so, ich sag jetzt mal, fremdbestimmt in irgendwas reinschlittere und dann hinterher so denke, pff, das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht.
sondern gerade auch, weil wir jetzt den Luxus haben, ein bisschen wählerischer zu sein. Als wir jünger waren, war es oft so, dass man vielleicht auch irgendeine Stelle annehmen musste, einfach weil man das Geld verdienen musste und nicht so viele Auswahlmöglichkeiten da waren. Aber jetzt haben wir schon die Möglichkeit zu fragen, was will ich wirklich im Leben erreichen? Womit wird es mir hinterher auch gut gehen? Und ich will das nicht fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt machen. Und deswegen lohnt es sich jetzt, diese Aufgabe zu erfüllen. Und die ist vielleicht ein bisschen wichtiger als so manches anderes, was auf unserer To-Do-Liste draufsteht. Darf ich nicht immer so sein, wie ich bin? Sagt jemand. Unbedingt. Sollen wir immer so sein, wie wir sind? Ich habe es nur beobachtet, dass gerade auch in unserer Generation wir uns doch sehr oft angepasst haben oder anpassen mussten, einfach weil die Konkurrenz da war und wir Kompromisse eingehen mussten. Und aufgrund der veränderten Situation, ich glaube, deswegen gibt es ja auch manchmal so, dass unsere Generation und wir Babyboomer so ein bisschen erstaunt auf diese Millennials gucken, die so, denen die ganze Welt offen steht, die alle irgendwo für sich gewinnen wollen, die sind natürlich in einer ganz anderen Ausgangssituation, als wir das mal waren, als wir 20 waren oder noch jünger und in unserem beruflichen Einstieg gemacht haben. Also ich glaube, wir haben uns mehr Kompromissen beugen müssen, als das heute nötig ist. Wenn wir das nicht gemacht haben, dann sage ich nur Hut ab. Das finde ich toll. Habe ich das immer geschafft? Nein. Und jetzt ist auch die Zeit, wo ich sage, ich möchte mich da eben nicht mehr fremd bestimmen lassen, sondern ich möchte gucken, dass das, was ich tue, dann auch wirklich dem entspricht, was ich bin. Nicht, dass ich jetzt vorher da nur rumgeduckt hätte, aber ich gebe zu, ich habe Kompromisse gemacht, die ich nicht mehr machen möchte. Mhm. Vielen Dank. Und jetzt gerne Mikrofon öffnen und bitteschön. Da gibt es, sehe ich gerade, Barbara. Du hast Barbara Reichert noch geschrieben. Ich lese mal gerade vor. Leider gibt es noch eine Diskrepanz zwischen Arbeitgebermarkt und dem Einstellen von älteren Bewerbern. Das fängt schon im Alter mit 50 an. Auch ist das Thema Unterordnung unter jüngere Chef und Chefin herausfordernd. Ausweg kann dann zwangsläufig nur die Selbstständigkeit sein, aber das Akquirieren von Kunden ist im Alter doch anstrengender. Ist mehr eine Feststellung, aber stecken auch ein paar verschiedene Dinge drin. Sag gerne nochmal was mit den Erfahrungen, die Barbara Reich hier beschreibt. Wenn man über 50 ist, ist das trotzdem immer noch schwierig, was zu kriegen. Ja, das ist es. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt nötig ist, wie soll ich sagen, wenn man sich das erlauben kann und vielleicht auch in Teilzeit arbeiten kann. Ich weiß, das kann nicht jeder, aber wenn das möglich ist, dann hat man ja die Möglichkeit, auch gerade aufgrund seiner Erfahrung, seiner spezifischen Gaben, auch Dinge ehrenamtlich zu machen, wo man dann wirklich genau drin aufgehen kann. Diesen Luxus hat nicht jeder, das ist mir völlig bewusst. Und ich weiß auch um diese Konflikte mit jüngeren Vorgesetzten, die dann eventuell auch noch einen höheren Bildungsabschluss haben und diese ganzen Schubladen und diese typischen Vorurteile einfach da sind. Das habe ich auch erfahren, ja. Ich habe aber auch immer versucht, mich da zu behaupten und einfach auch das nicht als Angriff gesehen, sondern habe versucht, so konstruktiv wie möglich auch meine Werte und ja, meinen Wert damit reinzubringen und zu sagen, ich habe aber auch Erfahrung und lass uns doch einfach mal zusammen gucken, wie du mit
deinem höheren Fachwissen und ich mit meiner Erfahrung das irgendwie zusammenbringen können, kann sie das nicht auch ergänzen. Ich weiß, das ist auch nicht immer möglich und das ist auch schwierig, aber es hat auch oft funktioniert. Und ich merke das jetzt sogar an der Uni. Also ehrlich gesagt hatte ich natürlich auch Angst, dass Dozenten oder aber auch Mitstudierende sagen, du, wieso studierst du jetzt hier? Du nimmst doch einem jungen Menschen den Studienplatz weg. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Im Gegenteil, es gab so einige Gruppenarbeiten, wo ich ganz konkret angesprochen wurde, bitte kannst du mit in unsere Gruppe kommen, weil du hast da noch so einen ganz anderen Input aufgrund deiner Erfahrung. Also tatsächlich dieses sehr befruchtende Zusammenarbeiten von Jüngeren und uns, das kann wirklich funktionieren und da ist ein guter Austausch möglich. Ich will noch mal auf einen kleinen Punkt, den Barbara Reich geschrieben hat, drauf kommen. Sie sagt, Ausweg kann dann zwangsläufig nur die Selbstständigkeit sein, auch wenn das Akquirieren von Kunden im Alter schwieriger ist. Kann das wirklich dann nur die Selbstständigkeit sein oder gibt es auch noch Tipps, wie man mit jüngeren Chefs und Chefinnen umgeht? Du hast ja schon einiges gerade angedeutet. Vielleicht hast du da noch einen Satz mehr dazu für uns. Ja, ich hatte auch in meiner letzten Stelle ein bisschen Frust mit einem wesentlich jüngeren Chef. Aber wie gesagt, ich habe einfach versucht, mit Ruhe und Geduld auch Entscheidungen zu kritisieren, die er getan hat, wo ich wirklich dachte, ja, da ist zwar was dran, aber das kann man eigentlich so nicht umsetzen. Dann habe ich das auch sehr konstruktiv zum Ausdruck gebracht. Und das hat meistens auch was bewirkt. Nicht immer, aber das ist auch so ein bisschen, man muss ja auch gucken, welche Kämpfe will man wirklich kämpfen und wo man sagt man einfach, akzeptiere ich jetzt so, es ist nicht die Mühe dieser Anstrengung wert. Und ich habe es auch immer versucht, da war mir eigentlich auch meine Großtante ein großes Vorbild, die hat schon immer gesagt, man muss immer mit der Jugend gehen. Und gerade wenn man auch zum Beispiel im Bereich IT und so da relativ gut am Ball bleibt, dann kann man auch die Jüngeren manchmal echt damit beeindrucken, was man da alles so kann. Und ich möchte euch auch wirklich die Angst nehmen. Man denkt ja, sagt ja immer, die jüngere Generation, die sind ja so fit mit Computern. Meine Erfahrung, und ich bin jetzt ja wirklich sehr viel mit 19-Jährigen zusammen oder 20-Jährigen, die können super gut am Handy daddeln. Das können die besser als ich. Aber die können keine vernünftige PowerPoint-Präsentation erstellen. Die haben auch ein Problem, ein Word-Dokument zu formatieren. Was wir, und ich habe noch in meiner Ausbildung Telexe geschrieben und wir wissen auch noch, was ein Fax ist. Wir haben das ja so langsam gelernt und wir haben, ich weiß auch noch, da gab es ja so Programme, da konnte man dann auf so ein Tabellenrechnungssystem dann erst diese Formatierungsmaske legen. Heute bei Windows, Excel, da ist das alles schon automatisch mit eingebaut, aber das war nicht immer so. Weil ich das so gelernt habe, habe ich dann auf einmal realisiert, Mensch, ich habe echt einen Vorteil, weil ich habe diese IT-Entwicklung gesehen und gelernt. Ich kann eigentlich viel besser verstehen, was da mit diesem Programm passiert und was die machen. Und tatsächlich bin ich oft diejenige, die irgendwelche IT-Aufgaben in Gruppenarbeiten erledigt, weil ich das besser kann als die 20-Jährigen. Also einfach auch mal als Ermutigung, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. So computeraffin sind die gar nicht. War ich nicht böse. Ja, und jetzt ein Zwischenkommentar zum Schmunzeln. Der Wert von Erfahrung ist im Fallen begriffen. Ich kann auch mit dem Typenreiniger für eine Olympia-Monika umgehen. Ja, ich weiß zwar im Moment nicht genau, wo das noch gebraucht wird, aber es ist auf jeden Fall eine Kunst. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Fernsehsendung oder ein Online-Format, wo mal die Älteren mal noch Dinge vorstellen, wo die jungen Leute nur staunen. So, vielen Dank für diese Schmunzelergänzung.
Ergänzend dazu noch zu dem Thema U50 und Selbstständigkeit oder eine zwangsläufige Selbstständigkeit. Ich glaube, die Generation, also wir U50, haben auch einen unschlagbaren Vorteil gegenüber anderen Bewerbern am Markt, ne? Also einmal eine mega Lebenserfahrung, die eben nur über die Zeit geht, ja, also aus meiner Sicht. Dann sind viele Dinge im Leben schon durch, wie Familienplanung und dergleichen. Und was, glaube ich, auch mehrere Arbeitgeber vergessen, dass wenn sich jemand mit Ü50 bewirbt, dann sucht er nicht eine schnelle Stelle für 2 Jahre, sondern dann will er dort ankommen und vielleicht auch nochmal, sagen wir mal, 10, 15 Jahre arbeiten, ne? Also auch was Solides. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, ne? Und auch seine eigenen Stärken sich bewusst zu werden und die ganz gezielt einzusetzen, ne? Also wer da auch, sagen wir, in dem Bereich Unterstützung braucht, also ich habe in meinem Netzwerk die Marketa Burger, die sich darauf spezialisiert hat mit Ü50-Kandidaten, also wer das für wen das ein Thema ist, die dann auch hilft bei Bewerbungen. Also wie gesagt, ich glaube, wir brauchen uns da nicht zu verstecken. In manchen Betrieben findet da im Moment auch ein Umdenken statt, was das anbelangt. Ja? Also ich glaube, da dürfen wir auch auf diese Qualitäten und die Erfahrungen, die wir eben in unserem Lebensalter haben, auch wirklich setzen und die dann auch wirklich transportieren. Danke, Stefan. Ich habe eigentlich auch gerade gedacht, dass wenn wir da was verändern wollen oder sagen, ja, die Gesellschaft muss da umdenken oder die Arbeitgeber müssen umdenken, dann haben wir ja auch ein Stück in der Hand, einfach durch ein, ich sage es mal, konstruktives Bewerben unserer Fähigkeiten und unserer ja, speziellen Qualitäten, diese Veränderung so ein bisschen in Gang zu setzen. Wird das immer gelingen? Nein. Ich meine, wenn ich da wirklich jemanden völlig sturen sitzen habe, dann wird das nicht funktionieren. Aber, wie Stefan ja auch gerade gesagt hat, die Arbeitgeber denken da auch um. Und ich habe das auch gemerkt. Also so peu à peu ändert sich das. Und ja, einfach mal versuchen und auch durch das Bewusstmachen unserer Qualitäten einfach auch mal den Mut zu haben, das auch auszusprechen. Ja. Wenn ich da mal was zu sagen darf, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den du gerade sagtest, Petra, die Qualitäten, die man hat, eben halt auch auszusprechen. Und da gebe ich dem Stefan auch recht. Wir haben wahnsinnig viel Erfahrung und wir haben auch viele Qualitäten. Und das macht uns auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, gegenüber anderen Leuten, wenn man jetzt irgendwo neu anfängt, werden wir einfach sehr hoch angesiedelt. Obwohl wir vielleicht einen etwas gleichwertigeren oder niedrigeren Job annehmen könnten, will man uns das nicht so ohne weiteres geben. Und dadurch, dass aber auch jetzt viele Firmen versuchen, neue Wege zu gehen, ich sag mal, diese Stichwörter wie New Work, da gibt es ja diese ganzen neuen Begriffe und Methoden, die man gerne gehen möchte, um junge Menschen eben halt von der Uni direkt zu kriegen und zu ködern, die traut man uns, wenn wir jetzt so in dem Bereich Ü58 ist, traut man uns auch nicht mehr richtig zu. Und das ist auch so, man muss sich dem stellen, man muss sich damit beschäftigen und dann kann man auch bei Bewerbungsgesprächen auch über solche Themen eben halt sehr gut mit dem entsprechenden Ansprechpartner darüber sprechen. Also es funktioniert schon. Aber es dauert halt und man braucht sehr viel Zeit und Geduld. Und dann kriegt man aber auch in dem Alter, wo wir jetzt so sind, ich bin Ü58, da kriegt man auch noch einen Job. Also ich erlebe es gerade, weil ich hatte jetzt, unsere Firma hat auch pleite gemacht, allerdings nicht Corona-bedingt. Und ich habe es halt versucht, mir einen Katalog mal zu erstellen, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen? Ich wollte jetzt nicht einfach irgendwo zum Wettbewerber gehen und sagen, komm, dann arbeite ich da im Vertrieb weiter. Man kennt sich da ja auch sehr gut. Ich wollte dann tatsächlich eben halt völlig neue Wege gehen und mich mehr in diesen Fundraising-Bereich hineinbegeben, um eben halt missionarisch tätige Kirchenorganisationen
zu helfen. Und da war mir auch das Gehalt, das war mir eigentlich auch total wurscht. Aber man bekam tatsächlich, mit meinem Alter bekam ich halt nicht wirklich diese Chance, um dort reinzukommen, weil ich auch letztendlich nur noch 10 Jahre habe oder nur noch 9 Jahre habe. Und wenn man da was neu aufbauen will, da gehen natürlich auch sehr viele Jahre. Es ist also schwierig, wenn man branchenfremd irgendwo hinein möchte. Jetzt, dadurch, dass ich jetzt wieder in die Branche hineinwechsle, ist es natürlich viel einfacher, weil man da ja auch seine Beziehungen hat und das funktioniert auch und das geht unheimlich schnell. Aber wenn man branchenfremd geht und was sehr Sinnvolles eben halt machen möchte, für die Zukunft, für die letzten Jahre, bevor man in die Rente geht, wird es sehr schwierig, wenn man auch noch was Atypisches macht. Ja, ich möchte dich auch insofern unterstützen, als ich auch gemerkt habe, erst jetzt, wo ich wirklich so krass die Branche gewechselt habe, dass einfach auch ein Netzwerk sehr viel wert ist. Mhm. Das ist auch eine Qualität, die uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Und ja, auch ich habe mich gefragt, wie ich denn meine neue Branche mit meiner alten verbinden kann oder auch zumindest nicht unbedingt die Branche, aber auch die Erfahrung, die ich da habe. Und mich hat eine ehemalige Kollegin angesprochen, die hat da eine Idee tatsächlich für ein Start-up. Und ich muss sagen, das klingt echt spannend. Das hätte ich mir vor 2 Jahren nie träumen lassen. Und es muss ja nun auch nicht jeder so einen extremen Weg gehen oder nochmal was Neues zu studieren. Das habe ich auch gemacht, weil Psychotherapie wirklich etwas ist, was man einfach noch sehr lange machen kann. Und ich will das auch nicht in Vollzeit machen. Aber jetzt, wo ich noch gut fit bin, diese Idee tatsächlich, so ein ganz bestimmtes Beratungskonzept in dem Falle aufzuziehen, das fände ich schon spannend. Und ich bin jetzt mit ihr so verblieben, dass ich auf jeden Fall dazu über meinen Bachelor machen muss, weil dann kann man sich einfach auch am Markt ein bisschen anders präsentieren, wenn man so einen akademischen Titel hat. Aber wir werden uns da vorher schon überlegen, wie das aussehen kann. Und dann gucken wir mal, ob wir da tatsächlich da nochmal so ein Start-up aufziehen. Und ich habe auch noch eine andere Frage für ein Start-up bekommen. Also es ist echt interessant. Ich hätte das auch nie gedacht, aber auf einmal, fällt den Leuten auf, wow, da sind Qualitäten da und das können wir hier irgendwie gebrauchen und andere suchen ja auch was. Und ich möchte euch da echt ermutigen, wie gesagt, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern es gibt auch noch andere. Klar, ist das jetzt dann wieder Selbstständigkeit. Aber das hat jetzt für mich auch einen anderen Charakter, weil ich muss jetzt damit nicht mehr so viel Geld verdienen, als ich das als 20-Jährige gemusst hätte. Ich habe mittlerweile den Luxus, dass ich nur noch meine Rente aufbessern möchte, aber nicht mehr primär nur von meiner Arbeit leben muss. Das ist ja auch nochmal ein Luxus und ich kann dann wirklich das raussuchen, was mir wirklich Spaß macht und was ich möchte. Das hat schon irgendwie auch was sehr Verlockendes. Vielen Dank. Hubert Späth hat... Ja, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Ich war das mit dem Typenreinig übrigens. Ja. Ich will den letzten Satz von der Petra nochmal aufgreifen. Du musst es nicht tun. Ja? Und ich glaube, wir müssen die ganze Arbeitsorganisation umkrempeln, weil ich glaube, ein Großteil der Betriebe weiß es gar nicht, mit Leuten umzugehen, die sie nicht knechten können dahingehend, dass sie immer wieder was arbeiten müssen. Ich würde ganz gerne auch weiterarbeiten. Ich bin jetzt mit 58 ausgesteuert worden in den Vollruhestand und ich hätte noch bis 63 weiterarbeiten können, aber der Arbeitgeber hat großzügig darauf verzichtet. Dann dachte man, ja, den muss scheinbar sehr gut gehen dabei, weil dieses Erfahrungswissen, was wir haben, das treten die einfach in die Tonne und das geht dann bei der Türe hinaus. Aber das Erfahrungswissen ist auch leider ein Wissen, das bremst. Und es bremst meistens diejenigen, die so im Driver-Seat sitzen, also im Fahrersitz sitzen und momentan nur Gas geben wollen und möglichst schnell irgendwann ans Ziel kommen wollen. Und da ist jemand, der auf dem Rücksitz sitzt und sagt, pass mal auf, wir haben momentan hier eine andere Bodenbeschaffenheit wie auf der Autobahn, fahr ein bisschen langsamer, dass wir das Erfahrungswissen dann eher
belastend gesehen. Auf was ich raus will. Ich glaube nicht, dass die ältere Generation bereit ist, sich in einen Arbeitsprozess wieder eingliedern zu lassen, beziehungsweise dort mitzumachen, der wie jetzt organisiert ist, von 9 to 5 und teilweise eben noch am Abend mitarbeiten und alle möglichen Termindrucksgeschichten mitmachen wollen, das danach sehne ich mich auch nicht. Ja? Aber mitzuarbeiten, wo man eben mithelfen kann und wo man nicht mehr so unter Druck steht. Ich kann mich erinnern, es gab früher mal sowas wie den Clown am Hof des Königs, der konnte sich alles erlauben. Der durfte sich auch mal teilweise die Wahrheit dem König gegenüber sagen. Solche Sachen leistet sich kein Betrieb mehr, weil er sowas einfach nicht haben möchte. Auf der anderen Seite stelle ich auch fest, die meisten der Projekte, wo ich drin war, sind nicht deswegen gefloppt, weil die Leute keine Ahnung mehr davon hatten, sondern weil die Leute nicht miteinander umgehen konnten. Und das hatte damit zu tun, dass das sehr, sehr junge waren und die irgendwas sich beweisen mussten und die eben ein Heißsporn waren. Und da gab es eben keine älteren Herrschaften, die unter Umständen mal zur Seite genommen haben, mit denen mal ein Bierchen getrunken haben und haben gesagt, du pass mal auf, du willst das momentan darüber bringst, da darfst du nicht wundern, dass das momentan gegen die Wand fährt. Es scheitert nicht am fachlichen Know-how, es scheitert meistens daran, dass das Zwischenmenschliche nicht funktioniert. Und wenn ich da momentan, das ist der letzte Punkt noch, wieder sehe, welche neue Sau jetzt wieder durch das Dorf getrieben wird, jetzt wird agiles Worken oder agiles Arbeiten wieder propagiert. Das soll also sozusagen zu kürzeren Investitions- oder Innovationszyklen führen und immer eher danach bewertet werden, was hat es gebracht und wie muss man neu steuern und nicht erst zu warten, bis das ganze Schiff fertig ist und dann festzustellen, ja, eigentlich hätte man kein Schiff gebraucht, sondern wir hätten vielleicht ein U-Boot gebraucht. Bei diesem agilen Arbeiten stellt man genau fest, dass es genau an dem fehlt, eben kritische Bewertungen zu machen und das Ganze auch mal von einer Distanz zu beobachten, die auch unter Umständen mal 30 oder 40 Jahre Berufserfahrung hat. Aber man will es nicht sehen und man will es nicht hören. Und dann sage ich gerne, zieht weiter euren Trott, aber ohne mich. Das war ja ein starkes Plädoyer für ein neues Selbstbewusstsein von uns Ü58ern. Hat das Zukunft, Petra, deine Einschätzung? Ja, ich denke schon, weil natürlich, wenn ich zurückdenke, als ich jüngere Mitarbeiterin war, habe ich mich manchmal auch durch Ältere ausgebremst gefühlt, aber nicht so sehr, weil die wirklich so viel mehr Erfahrung hatten, sondern weil die auch gefrustet waren. Die haben einfach bei manchen Vorschlägen gesagt, oh, nee, das funktioniert sowieso nicht. Und ja, dieses Bild hat sich einfach auch eingegraben, dass Ältere aufgrund einer echten, wahren Erfahrung tatsächlich bremsen wirken können. Und hier möchte ich eigentlich das sagen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Man muss überlegen, welche Kämpfe man dann noch kämpfen will, wo sich das lohnt und wo sich das nicht lohnt. Aber wenn es dann doch irgendwie um so ein Herzstück geht, dann kann ich nur von mir sagen, dann habe ich da weiterhin gekämpft und das eingebracht und auf so gute Wege wie möglich versucht, meinen Standpunkt zu zeigen und zu sagen, wir ziehen hier am selben Strang, aber damit das nicht nach hinten losgeht, sollten wir das und das bitte beachten, aus meiner Erfahrung. Und wenn ich das wirklich gut und konstruktiv rübergebracht habe, habe ich es auch nicht oft erlebt, dass dann jemand sagte, nee, aber geht trotzdem nicht. Also das wurde sogar eher wertgeschätzt. Ich möchte aber noch was zu dem agilen Arbeiten sagen. Ich habe auch noch im Ohr, wie unser großer Regionalchef damals gesagt hat, als die Corona-Krise so sich entwickelte, ja, wir müssen jetzt wirklich sehr agil arbeiten. Was ich ihm zum Vorwurf machen muss, ist, dass er dieses agile Arbeiten für sich wirklich im Sinne von noch mehr und noch effizienter und eigentlich, ja, ich will dieses Wort jetzt mal benutzen, auch noch ausbeutender gemeint hat. Aber agil im eigentlichen Sinne, was dahinter steckt, dieses Konzept, das ist ja eigentlich eine gute Sache, dass man tatsächlich versucht,
Mitarbeiter einzubinden, deren Meinung zu fragen. Das ist ja auch nichts Neues. Nur jetzt wird das nochmal so ein bisschen auf so ein anderes Konzept und Trapez gehoben. Aber agiles Arbeiten bedeutet ja eigentlich, alle darin einzubeziehen, zu gucken, wie man Dinge noch optimieren kann. Das ist ja mal per se nichts Schlechtes. Also ich möchte dieses agile Arbeiten nicht verteufeln. Im Gegenteil, wenn das gut gemacht ist, kann das wirklich sinnvoll sein. Aber ich weiß, dass einfach viele das auch mit einem Inhalt füllen, der eigentlich nur ums Kostensparen geht. Und dann ist das einfach auch zu kurzfristig gedacht. Vielen Dank. Ich will noch mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen. Peter, du hast uns ja viele gute Impulse und Aufgaben gegeben, wie wir unsere die nächsten 20, vielleicht 30 Jahre gestalten und wie wir die auch vorbereiten. Aber jetzt nochmal, weil wir jetzt doch die meisten von uns noch im Berufsleben stehen, wächst mit uns eine neue Generation, die noch nicht wirklich wahrgenommen wird vom Arbeitsmarkt, die aber in Zukunft gebraucht werden, weil wir einfach großen Fachkräftemangel haben. Du hast es ja auch vorhin gesagt. Und dass vielleicht von daher auch ein neues Selbstbewusstsein als Gruppe entstehen kann, dass wir in Zukunft auch nochmal den Unterschied machen können und dass von daher vielleicht ein gutes Selbstbewusstsein entsteht, was ja auch wichtig ist für die eigene Einschätzung, dass man sich nicht zu niedrig einschätzt, klar auch nicht zu hoch, das haben wir, glaube ich, gelernt im Leben, ob da nicht vielleicht auch nochmal eine Chance insgesamt drin steckt. War die Frage an mich? Ja. Oder auch an andere, aber gerne auch an dich, ja. Also ich denke auf jeden Fall. Das haben wir auch schon mal gesagt, dass es auch an uns liegen kann, uns da, ich nutze jetzt auch dieses Wort, uns da entsprechend zu vermarkten, indem wir einfach auch mal diese Alleinstehungsmerkmale, diese guten herausstellen. Und ja, mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch da Erklärung bei den Arbeitgebern betreiben. Kommt aber auch wirklich auf die Aufgabe an. Und ja, auch zu dem, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, aber ich glaube, das warst du, Hubert, das meine ich ja auch nicht mehr von 9 bis 5 und dann vielleicht auch noch von 9 bis 9 arbeiten möchte, sondern eigentlich weniger und das rauspicken möchte, was einem Spaß macht. Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen dieser Idiosynkrasie-Kredit. Wir brauchen nicht mehr alles zu machen. Diesen Luxus haben wir mittlerweile. Das ist auch echt cool. Und da halt auch reinzugehen und sich wirklich auch die Schokostückchen da raussuchen zu können. Und das Ganze vielleicht auch in Teilzeit. Und damit dann auch wiederum dieser Druck weg ist. Und auch ja, durch dieses positive Erleben von Arbeit, was man vielleicht auch so noch nie hatte, da völlig neu bestärkt zu werden und damit dann auch eine ganz andere Ausstrahlung wieder zu bekommen, die wiederum dazu führt, dass man vielleicht doch mal bei Arbeitgebern auf einmal anders bemerkt wird. Ja.